Wisst ihr, ich kenne so viele Leute, die in vielerlei Hinsicht mit mir Konsens haben, meine Videos schauen und auch teilen oder von anderen alternativen Medienmachern und auch sich sonst weitestgehend oppositionell zur Regierung aufstellen. Und wenn ich dann frage, was sie wählen, dann kommt gar nicht so selten die Linke wegen Sarah Wagenknecht. Und dass Wagenknecht eine Ausnahmeerscheinung innerhalb der Linken ist, ist bekannt. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Spätestens seit der Flüchtlingskrise ist Frau Wagenknecht eine Opposition innerhalb der eigenen Reihen, nur weil sie sagt, Deutschlands Sozialsystem könne nicht als Zitze für die halbe Weltbevölkerung herhalten. Nicht zuletzt deswegen hat sie ständig mit dem Rassismusvorwurf seitens ihrer Parteigenossen zu kämpfen. Auch bezüglich der aktuellen Corona-Politik präsentiert sie sich auf ihrem YouTube-Kanal besonders dissident. Ja, da muss ich sagen, das ist natürlich nicht erstaunlich, dass viele Menschen nicht mehr der Wissenschaft glauben, weil es die Wissenschaft erstens nicht gibt, aber vor allem, weil sie immer wieder erlebt haben, dass ihnen Leute als vermeintliche Experten präsentiert wurden, die in Wahrheit, und wenn man genau hinschaute, sich als Lobbyisten entpuppten. Ja, wobei, das war 2 Monate zuvor. Aber alle Experten warnen auch vor kleineren Veranstaltungen. Und was mir vor allem zu denken gegeben hat, ist das Interview mit einem Virologen, der darauf hingewiesen hat, dass viele Gesundheitsämter auch deshalb davor zurückschrecken, Veranstaltungen zu verbieten, weil sie kaum Budgets haben. In Bezug auf Trump präsentiert uns Frau Wagenknecht eine durchaus differenzierte Meinung, wenn man ihn in Kontrast zu anderen US-Präsidenten stellt. Sie hält ihren linken Mitstreitern oft den Spiegel vor und zeigt Dinge auf, die Linke nicht gerne sehen oder hören wollen. Und auch das dürfte in ihrer Fraktion nicht so gut ankommen, denn wir wissen doch alle, dass Obama und Biden die Heilsbringer sind, während Trump der Bösewicht der Menschheitsgeschichte schlechthin ist. Like accomplishment. Think Trump is worse than Hitler? Yes. Yeah. Could be. Definitely. Yeah. Why do you say that? He's childish. Yeah. That's all I gotta Stop. say. He's trying to stop, like food stamps. People need those. Do you think that ending food stamps is as bad as killing like 6 million Jews? He did that? Yeah. Was die wirklich brennenden Fragen anbelangt, tanzt Frau Wagenknecht zuverlässig aus der Reihe. Sie will sich partout nicht in den linkslastigen Mainstream einreihen. Nicht mal, wenn es um die Klimafrage geht. Angesprochen auf Fridays for Futures, entgegnet sie folgendermaßen. Oder eben die Frage des Bahnsystems. Also ich meine, die Bahn wurde privatisiert, also zumindest sie wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, die ehemalige Bundesbahn. Es wurden Strecken stillgelegt. Der Zugverkehr ist in einem katastrophalen Zustand. Also wenn man sich wirklich das auch mit anderen Ländern vergleicht, also in der Schweiz kommen Züge in der Regel dann, wenn sie auf dem Fahrplan stehen und nicht eine halbe Stunde später oder eine Stunde. Man ist ja bei einer halben Stunde schon dankbar. Und das sind alles, da sind die Versäumnisse der Politik. Da müssten die Anreize gesetzt haben und nicht einfach sagen, CO2-Steuer, alles wird teurer und dann verhalten die Leute sich umweltgerecht. Das ist diese Marktgläubigkeit, die ich leider auch in dieser Bewegung wahrgenommen habe. In anderen Worten, Fridays for Future ist Wagenknecht noch nicht links genug. Sie kritisiert die herrschenden Umstände von einem sozialistischen, altlinken Standpunkt. Und dieser sozialistische Unterbau einer Wagenknecht ist nicht zu verkennen. Ein Zitat. Die DDR war das friedfertigste und menschenfreundlichste Gemeinwesen, das sich die Deutschen im Gesamt ihrer bisherigen Geschichte geschaffen haben. Zitat Ende. Das geht auf Sarah Wagenknecht zurück, 5 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion. Heute vor 5 Jahren wurde sie mit diesem Zitat konfrontiert und hat meinem Empfinden nach die Gelegenheit verpasst, diesen Revisionismus zu revidieren und sich für die Verherrlichung zu entschuldigen. Frau Wagenknecht, Sie haben sich für die Überwindung des Kapitalismus eingesetzt und die DDR einmal als das friedfertigste und menschenfreundlichste Gemeinwesen in der deutschen Geschichte bezeichnet. Jetzt sind Sie Oppositionsführerin im Bundestag geworden. Sind Sie Kommunistin geblieben? Wagenknecht? Nein, jedenfalls nicht in dem Verständnis, dass ein Kommunist jemand ist, der sich die DDR oder das Modell einer zentralisierten Planwirtschaft zurückwünscht. Bedeutet im Umkehrschluss, ja, ich bin Kommunistin geblieben, nur nach einem anderen Verständnis, nicht mehr ganz so radikal, vielleicht nicht mehr ganz so offensichtlich. Weiter im Text. Das waren Äußerungen einer 20-Jährigen voller Trotz und Frust. Persönlich habe ich ja vom Ende der DDR profitiert. Ich konnte so endlich studieren. Also sehe nur ich das so oder macht die Aussage zusammengenommen gar keinen Sinn? Sie waren frustriert davon, dass sie vom Zerfall der DDR profitiert haben? Eine Revidierung der ursprünglichen Aussage sieht anders aus und geht auch deutlich unmissverständlicher, Frau Wagenknecht. Erkennen Sie, dass die DDR ein Unrechtsstaat war? Frau Wagenknecht darauf, die DDR war ein Staat, in dem es viel Unrecht gab. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Andersdenkende wurden ausgegrenzt und erlebten Repressionen. Das ist alles, Frau Wagenknecht. Ausgrenzung und Repression. Also erstens haben wir das auch heute im besten Deutschland, das es jemals gab, nur viel subtiler, denn man hat ja aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Und zweitens, was ist mit psychischer Folter? Was ist mit dauerhafter Totalüberwachung? Was ist mit staatlicher Propaganda und Umerziehungslagern? Was ist mit Reisefreiheitsverboten? Und vor allen Dingen, was ist mit denjenigen, die erschossen wurden an der Mauer, die versucht haben, dieses Verbot zu umgehen? Das war natürlich alles nicht der wahre Sozialismus. Versuchen wir es nochmal, richtig? Repression und Ausgrenzung, das ist ein schlechter Witz, Frau Wagenknecht, der ganz nebenbei offenbart, wessen Geisteskind Sie sind. Aber der Begriff Unrechtsstaat ist historisch aus der Bewertung des deutschen Nationalsozialismus entstanden. Und mit dessen beispiellosen Verbrechen kann und darf man die DDR nicht auf eine Stufe stellen. Das war ja überhaupt nicht voraussehbar. Es ging hier einmal nicht um ihren heiligen Schuldkult, aber auch das konnten sie sich bei dieser Gelegenheit nicht verkneifen. Kanzlerin Merkel hat junge Leute dazu aufgerufen, sich mehr mit der DDR-Geschichte zu beschäftigen und Gedenkorte wie das ehemalige Stasi-Gefängnis in Berlin Hohenschönhausen zu besuchen. Schließen Sie sich dem Appell an? Man sollte sich mit der gesamten deutschen Geschichte beschäftigen und sie kennen. Das gilt für die DDR wie die Bundesrepublik und das gilt vor allem auch für die Barbarei der Nazis. Und da ist er wieder. Der Bogen zum ewigen Schuldkult der deutschen Nation. Ich sage, das ist die Volkskrankheit Nummer 1. Symptomatisch hierfür ist auch KIZ-Fan und unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der letztes Jahr eine Rede in Israel hielt, aus Rücksicht auf die Anwesenden auf Englisch, um den verbliebenen Opfern zu ersparen, die Sprache der Täter hören zu müssen. Mit diesem Schuldkult innerhalb der Linken ist Frau Wagenknecht sicherlich in bester Gesellschaft. Auch das sollte man bedenken am Tage des Kreuzes. Und natürlich ist die Linke inhaltlich nicht weit entfernt von der SED aus den 80ern. Man hat hier einen Esel schwarz-weiß angemalt und der soll jetzt herhalten als Zebra. Ja, aber die Linken sind doch nur die etwas radikaleren Sozen. Und auch wenn wir dort 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen? Ich muss sagen, wir erschießen sie nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein. Katrin Dornheim, sie ist Betriebsrätin und sie ist in keiner Partei oder Organisation organisiert, außer natürlich in der Gewerkschaft und wird von daher den sehr wichtigen Part zur Gewerkschaftsdiskussion heute hier dazu beitragen. Neben mir sitzt Claudia Spatz von der ALB, also antifaschistischen Linken in Berlin. Und links von mir. Direkt neben mir Bettina Jürgensen, die DKP-Vorsitzende, der ist im letzten Jahr gewählt. Und es passt ganz gut, ganz links außen, Inge Fied. Muss ich mich weiter vorstellen. Und damit steht Sarah Wagenknecht vollkommen auf linker Parteilinie, wenn sie regelmäßig die Profitorientierung von Unternehmern und den freien Markt anprangert. Abgesehen vom sozialistischen Grundgerüst und abgesehen vom Schuldkultvirus kann man Sarah Wagenknecht trotz allem folgendermaßen nüchtern porträtieren. Sie ist antiglobalistisch. In der Asylkrise hat sie gegen offene Grenzen plädiert, was im Übrigen ein klar rechter Standpunkt ist. Das Konzept der Nationalstaaten und gegenüber illegalen Einwanderern geschützte Staatsgrenzen sind rechte Positionen. Sie legt sich dahingehend medienwirksam gegen die Herrschenden an und scheut auch nicht davor zurück, sich Feinde in den eigenen Reihen zu machen. Sie ist ein Freund der Basis. Ich glaube, das ist stets eine Leitlinie für ihre Politik und ihre Standpunkte. Sie kann viele Themen differenziert betrachten und Standpunkte aufzeigen, die in der Öffentlichkeit, zumindest in ihrem politischen Spektrum, unterrepräsentiert sind. Sie plädiert immer wieder lautstark dafür, die Regenbogenagenda nicht ganz so mit dem Vorschlaghammer durchzusetzen und zügelt auch ihre Parteigenossen dahingehend zurück. Die Frage, die sich hier allerdings stellt, ist,
Welche Ideologie liegt dem zugrunde? Woher weht hier der Wind des Widerspruchs? Würde ein Deutschland, das von Wagenknecht in der Regierung gestaltet wird, wirklich anders oder sogar besser sein als das, was uns aktuell blüht? Und die Frage an mich selbst, bin ich als Oppositioneller wirklich so verzweifelt, dass ich auf Kommunisten setze? Sehr viele regierungskritische Wähler fallen auf dieses Gesamtpaket herein. Wagenknecht ist ein klassisches Beispiel für rechts blinken, scharf links abbiegen, wobei bei genauerem Hinsehen sich auch das Rechtsblinken oft nur als augenscheinlich entpuppt. Und dieses Wählerpotenzial ist den meisten Linken innerhalb der heutigen SED auch bekannt. Frau Wagenknecht fungiert seit Jahren schon als Feigenblatt der Linken, das nominell das Image einer noch nicht komplett hirnverbrannten Partei aufrechterhält, in der sie allerdings höchstens eine Nebenrolle einnimmt. Was auch die Überlegung der Linken sein dürfte, weshalb sie aus eben jenem Kalkül keinen Parteiausschluss gegen sie erwirken würden, weil sie um den Stimmfang wissen, den eine Wagenknecht generiert. Ein paar innerhalb der Partei gibt's immer, die nicht verstehen, dass sie durch ein Parteiausschlussbegehren von Frau Wagenknecht aus der Linken sich nur ins eigene Bein schießen würden, aber die Mehrheit der Fraktionsmitglieder hat das verstanden und hält die Füße still. Wagenknechts Dissidenz und Rhetorik geht aber auch nur so weit, bis ein Parteiausschlussverfahren unvermeidbar wird. Was wir hier mittlerweile seit Jahren beobachten, ist ein geschickter Tanz zwischen ihr und dem Gros der Partei, in dem es darum geht, die neulinke Ideologie zu pushen und dafür möglichst viele Stimmen aus dem altlinken, alternativen und rechtsoppositionellen Lager mitzunehmen. Wagenknechts Entlohnung hierfür ist die Geltung als die wahre Linke und ein Monument als die ewig Gutmeinende, der aber natürlich nie das Steuer überlassen werden darf. Denn die Mehrheit der linken Fraktion steht in den essentiellen Fragen für das genaue Gegenteil von dem, was eine Sarah Wagenknecht zu vertreten vorgibt. Wenn es um die Verstärkung der Grenzkontrollen im Kontext der illegalen Masseneinwanderung in die Sozialsysteme geht oder um den Rattenschwanz, der in der illegalen Masseneinwanderung hängt. Weitere Asylforderer aus Moria oder die gesetzliche Familienzusammenführung in Deutschland. Die Migrationsfrage ist langfristig die entscheidendste aller Fragen und auch ein Indikator dafür, wie regierungskritisch eine politische Kraft wirklich ist, zumal die Gefahr, sich hier zu verbrennen, auch am höchsten ist. Der Dealbreaker, der über den demografischen Erhalt der Deutschen entscheidet, die seit 2015 einen Pfad der Selbstauflösung und des Austauschs durch Fremdvölker beschritten haben, und da ist die Linke nicht nur keine Rettung, sondern eine der wesentlichen treibenden Kräfte. Und einige weitere Fragen bleiben nach wie vor offen. Wie stehen Sie beispielsweise zur Antifa, die sich regelmäßig auf Ihrem Online-Portal zu Anschlägen auf politische Akteure bekennt? Ein Portal, gegen dessen Verbot Ihre Fraktion im Bundestag im Übrigen in entschiedener Mehrheit ohne Gegenstimmen gestimmt hat. Wie ist Ihre Meinung zum Islam und wie zum neulinken Genderschwachsinn, der den Westen auf den Kopf zu stellen versucht? Im Hinblick auf Metapolitik sind punktuelle Allianzen mit Wagenknecht sicherlich denkbar. Da kann man sich austauschen, Konsens finden, auf Gemeinsamkeiten aufbauen und die gibt es. Mehr Basisbeteiligung gegen Cancel Culture und die Verrohung des öffentlichen Diskurses, gegen Machtmissbrauch, eventuell auch weniger Zentralisierung, bezüglich geopolitischer Fragen im Hinblick auf Russland zum Beispiel, es gäbe Potenzial für Übereinkünfte. Aber diese Verhandlungen mit dem Ziel der Zusammenarbeit gilt für die Metapolitik. Wäre Wagenknecht nur irgendeine öffentliche Kommentatorin ohne Agenda und Parteibuch in der Hinterhand, also eine außerparlamentarische, parteiisch unabhängige Stimme. Aber das ist sie nicht. Und da helfen auch Vergleiche zur AfD nichts, denn die heutige SED ist nicht das linke Pendant zur AfD, sondern das linke Gegenstück zur NPD. Wir müssen diesen parlamentsfixierten Abgeordnetenbetrieb schwächen. Und das machen wir damit, dass wir feststellen, was die Aufgaben einer Linken sind. Staatsknete im Parlament abgreifen, Informationen aus dem Staatsapparat abgreifen, der Bewegung zuspielen, den außerparlamentarischen Bewegungen das zuspielen. Und dann braucht man natürlich noch das Parlament als Bühne, weil die Medien sind so geil auf dieses Parlament. Das sollten wir doch nutzen. Wie geht es denn gegen rechts weiter? Abgeordnetengehälter gehören beschränkt. Und ich glaube, dass ein Facharbeiterlohn ausreicht. Die Differenz davon, es gibt in jeder Stadt eine vernünftig operierende Antifa. Und da könnt ihr mal die gesamte Kohle hinpacken, anstatt mit SPD, Grünen und CDU eine Einheitsfront zu bilden. Ich glaube, da hat die Antifa mehr von und wir haben den Nazi-Dreck irgendwann auch weg. Und hier muss man den Blick auf das richten, was real erreicht wird. Und da ist eine Sarah Wagenknecht nicht nur nicht dienlich, sondern äußerst destruktiv, denn sie entzieht den wirklich effektiven Kräften die Stimmen und führt sie der Linken zu, die aus den Verwerfungen der DDR nichts gelernt hat.
Wie stellt ihr euch eine Sarah Wagenknecht im Jahre 2030 das Proaktiv-Szenario von Deutschland vor? Wenn hier alles dem Kulturmarxismus anheimgefallen ist, der Corona- und Klimatotalitarismus Normalität geworden sind. Frau Wagenknecht wird in den hinterletzten Reihen der Verhandlungstische sitzen und regelmäßig ein Ja-Aber reinrufen. Und das ist eine denkbar schwache Opposition, aber das ist die Rolle, die eine Wagenknecht gestern, heute sowie morgen dankbar füllen wird. Trotzdem wehren die Polizeigewerkschaften sich jetzt auch massiv gegen das Antidiskriminierungsgesetz hier in Berlin, ja, was den Polizisten nur auferträgt, dass sie nicht diskriminieren dürfen. Und wenn dann ja, es klärt die Beweisfall, die Beweislastung. Ja, müssen sie dann beweisen, dass sie nicht diskriminieren. Wenn sie, ja, das wenn ist sie nicht so machen einfach. Dürfen, ist das so eine gute Sache, oder? Haben die Linken ja mitbeschlossen. Ja, wir haben das mit beschlossen, deswegen muss ich das jetzt natürlich auch verteidigen. Damit sei nicht gesagt, dass sie bewusst diese Strategie verfolgt, aber solange die Verhältnisse sind, wie sie sind und Akteure wie Wagenknecht, Gysi oder Lafontaine nach wie vor für linke Parteien kandidieren, sind sie Teil des Problems und wirken als Beschleuniger, denn innerparteilich wird sich ihr Kurs nicht durchsetzen, wenn wir realistisch sind. Ihre Kampagne Aufstehen war ein Rohrkrepierer, aber hat zumindest zutage gefördert, dass jegliche Reformationsversuche des linken Zeitgeists zum Scheitern verurteilt sind. Und das ist die Kernfrage. Ihr politisches Wirken als Mitglied der Linken macht erst Sinn, wenn sie reale Aussichten auf Kurskorrektur ihres Umfelds hat. Und das ist Wunschdenken. Egal wie sehr sie versucht, ihre Parteimitgliedschaft auf ihrem YouTube-Auftritt zu kaschieren, die Assoziation und die daraus folgende Konsequenz, dass die ihr zustimmenden Zuschauer sie wählen, kann sie nicht abwenden. Dazu lastet das Fraktionsimage zu sehr an ihr. So gesehen ist sie unfreiwillig eine Blendgranate und wie gesagt ein Feigenblatt für die Linken auf der einen Seite und gleichzeitig aber auf der anderen Seite die Gewissensinstanz der Rechten, der Aderlass oder gewissermaßen der Beichtstuhl für die oppositionellen Dissidenten und alternativen Rechts der Mitte, die neue Ideen und Ansätze gegen den aktuellen Zeitgeist fürchten, so sehr man ihr inhaltlich auch beipflichten mag. Wer die Linken wählt, weil Sarah Wagenknecht ist gut, der hat den Ernst der Lage nicht begriffen und hat kein Interesse an echten, effektiven Veränderungen, sondern will lediglich sein Gewissen beruhigen, indem er die eine Kuh unterstützt, die quer im Stall steht, im Irrglauben, man würde damit nicht den ganzen Stall unterstützen. Und jeder, der mit diesem Gedanken liebäugelt, so viel Zuwendung und Vertrauen wie ihr ihnen entgegenbringt, die denken nicht mal daran, euch umgekehrt entgegenzukommen. Und dazu haben wir eine Stimmung hier in diesem Land, wo man mal sagen muss, der Antikommunismus, wo wir dachten, der wäre überwunden, der wird im Moment dermaßen lebendig, was wir möglicherweise auch alle lange unterschätzt haben. Wir sind ja ein paar wenige Wochen vor Thüringen wurde in Berlin eine linke Verfassungsrichterin nicht gewählt. Die rechte Opposition feiert sich dafür, dass sie das verhindert hat. Wir werden nächste Woche wieder eine feministische Juristin zur Wahl stellen. Und warum? Weil wir jetzt die sogenannten liberalen Demokraten auch zwingen wollen, die Mauer nach rechts aufzubauen, sich davon zu distanzieren, von der Politik der AfD. Und das, glaube ich, ist existenziell. Wenn wir die Rechten isolieren wollen, wenn sie gesellschaftlich geächtet werden wollen, dann müssen wir eine Brandmauer aufbauen. Und ich will da überhaupt nicht mit der CDU paktieren, davon bin ich weit entfernt. Ganz im Gegenteil. Aber es gibt nun mal Bereiche, da müssen wir dafür sorgen, dass die Rechten keinen Einfluss kriegen, dass die Faschos keinen Einfluss kriegen, dass die Rassisten keinen Einfluss kriegen. Und deswegen brauchen wir diese Brandmauern. Und noch drei Sätze zum Regieren. Es geht doch hier jetzt nicht darum, Rot-Rot-Grün zu konstruieren. Es geht darum, schaffen wir das Fenster der Möglichkeiten, wo das sogenannte Lager der Solidarität, und da gehören wir rein, da gehört Unteilbar rein, da gehören die Gewerkschaften genauso rein wie die Antirassismusbewegung. Das ist politische Praxis, auch im Regieren. Und lasst uns auch darüber reden. Vielen Dank. Haben wir noch zwei Wortmeldungen? Der junge Genosse und gleich neben dir, Katharina, die ältere Genossin. Für die seid ihr alle derselbe Faschodreck, der von der Straße gespült gehört. Wenn die ja noch nicht mal ihre eigenen verschonen. Das ist die Antwort auf jeden, der den Kurs der Kulturmarxisten in Frage stellt. Und da stehen Sie, Frau Wagenknecht, in einer Reihe mit Meuthen oder Frau von Storch. Ob Sie wollen oder nicht. Nur mit dem Unterschied, dass Sie für Ihre Peiniger auch noch Stimmen sammeln. Die Kernfrage ist und bleibt, hat Sarah Wagenknecht auf absehbare Zeit das Potenzial und die Aussicht auf Hegemonie im eigenen Lager? Und da das äußerst unrealistisch ist, ist hier wirklicher Fortschritt in der Debatte nicht zu holen. Und da spielt der gute Wille alleine maximal eine untergeordnete Rolle. Solange sich ihre Zugehörigkeit zum linken Lager etwa durch einen Parteiaustritt nicht ändert, solange ist eine Frau Wagenknecht aufgrund von mangelnder Inkonsequenz Teil des Problems.
Ich bin offen gegenüber Gegendarstellungen und auch ihnen gegenüber gesprächsbereit. Und warum man überhaupt wählen gehen sollte, obwohl es doch nur erlaubt ist, weil es eben nichts bringt, das beantworte ich in einem der kommenden Videos. Axios West auf YouTube gerne abonnieren. Ist ja auch mein Beitrag, der Bevölkerung ein wenig die Augen zu öffnen, wie viel Leid man als asiatisch gelesene Person in dieser Gesellschaft täglich ertragen muss. Vielen Dank und falls ihr einen Tipp habt, dann meldet euch bitte. Vielleicht bin ich ja nicht die einzige Person, die von genau diesen Typen schon mal angegriffen wurde. Liebe Grüße, Ling. Jo! Verzeihung, da hätte ich fast die rassistische Version abgespielt. Das hier ist die politisch korrekte. Ey, was klotzt denn so, du Asiaten? Meine, was ihr hier gesehen habt, ist ein Meisterwerk von vom Karikaturisten und Künstler Dion. Ich verlinke euch mal seinen Kanal in der Videobeschreibung. Und ja, der hat ein paar seiner Werke dem netten Idiotenwatch zur Verfügung gestellt. Das aktuelle Video könnt ihr euch auch anschauen. Ist ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, Freunde, das war's von mir. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die diese Arbeit durch regelmäßige oder auch einmalige Unterstützung möglich machen. Ihr wisst, ich bedanke mich nach Möglichkeit auch immer mit einer persönlichen Nachricht. Aber hier nochmal ausdrücklich, euer Support kommt an. Change My Mind geht dieses Jahr weiter, sobald es Sinn macht, also die Innenstädte auch belaufen sind und es natürlich auch genehmigt wird. Bleibt mir gerne weiterhin erhalten, für schnellere Updates für zwischendurch, abonniert meinen Telegram-Kanal und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.